Warmes Licht durchschneidet den dichten Nebel, der über den Straßen liegt. Wie auch die Motte vom Licht angezogen wird, so bewegst du dich ganz langsam auf das hell erleuchtete Fenster zu. Mit jedem Schritt wird das Summen der ausgelassenen Gespräche immer lauter, als du dich dem Etablissement auf der gegenüberliegenden Straßenseite näherst. Hinter den beschlagenen Scheiben verbirgt sich ein völlig überfüllter Pub, was du nach einem kleinen, neugierigen Blick feststellst. Einen Moment später hältst du jedoch inne, wunderst dich über den seltsamen Aufzug der Gäste und noch ehe du die Pferdekutsche siehst, die sich nur wenige Meter von dir entfernt ihren Weg durch die engen Gassen bahnt, hörst du das schwere Schnaufen der Pferde und das stete Aufschlagen ihrer Hufe. Ihre dunklen Umrisse zeichnen sich gegen das flackernde Licht der Gaslaternen ab, die gerade einmal so viel Licht spenden, dass du in dieser fast gespenstischen Szenerie Männer in Zylinderhüten und Umhängen ausmachen kannst, die sich durch die Straßen bewegen. Ihre Gesichter bleiben im Schatten verborgen. Doch hörst du nur allzu gut, wie ihre silbernen Spazierstöcke im Takt ihrer Schritte auf den Pflasterstein aufschlagen. Ohne es zu bemerken, treiben dich ihre eiligen Schritte voran, während du dich nach und nach in den dunklen Gassen verlierst. Das Flackern der Gaslaternen wirft gespenstische Schatten, die sich wie Klauen in die Umgebung graben. Dir wird bewusst, dass du dich in einer anderen Zeit befindest, einer Ära des Geheimnisses und der Gefahr. Ein hauchzartes Flüstern schwebt durch die Luft. Der eisige Atem der Vergangenheit, der über deinen Nacken streicht. Du bist gefangen in einer Zeit, in der das Böse sein Unwesen treibt und die Grenzen zwischen Realität und Albtraum verschwimmen. Plötzlich spürst du, wie dein Herz schneller schlägt. Deine Sinne sind geschärft, deine Schritte werden schneller. Jeder Schatten könnte ein Versteck, jede Bewegung ein Hinweis sein. Ein Mann lauert irgendwo in der Dunkelheit, wartet auf dich. Doch sein Gesicht bleibt dir verborgen. Ein Geheimnis, das niemals gelüftet wird. Und hast du schon Angst? Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Format und der ersten Folge des True Crime Eisbergs. Kennt ihr sie noch, diese Sendung wie Medical Detectives Geheimnisse der Gerichtsmedizin und Autopsie mysteriöse Todesfälle, die nachts auf RTL 2 liefen? Wie oft bin ich damit eingeschlafen? Ob ich dadurch nachhaltigen Schaden genommen habe? Ach nein, wo denkt ihr hin? Wo wir gerade so frei miteinander reden, muss ich an dieser Stelle gestehen, dass mich das Lösen solcher Rätsel schon immer irgendwie gereizt hat. Und euch sicherlich auch, sonst hättet ihr nicht auf dieses Video geklickt. Hab euch. Ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen. Also lasst uns eintauchen in den heutigen, in den ersten Fall, dem noch so viele weitere und immer mysteriösere und unbekanntere Folgen werden. Denn auch hier steigen wir natürlich in die düsteren Abgründe eines Eisberges hinab. Wenn ich euch verrate, dass unsere heutige Reise nach London geht, seid ihr vermutlich nicht weiter überrascht nach unserem kleinen verbalen Ausflug in die Vergangenheit zum Anfang des Videos jetzt. Unser Ziel befindet sich abseits von den geschichtsträchtigen touristischen Attraktionen, die wir aus Film und Fernsehen kennen. Stellt euch ein London vor, das von Nebel und Schatten umgeben ist und in dem es echt auch ziemlich mies riecht, ja. In dieser Stadt fahren Pferdekutschen durch enge Straßen und Männer in Zylinderhüten. Die hatten auch andere Hüte, aber vor allen Dingen in Zylinderhüten. Hüten und Umhängen bahnen sich ihren Weg unter dem flackernden Licht von Gaslaternen. Und unter ihnen befindet sich der wohl bekannteste Serienmörder der Weltgeschichte. Mindestens 5 bestialische Morde werden ihm zugeschrieben, die sowohl den Scotland Yard als auch Rechtsmediziner und Historiker gleichermaßen bis heute im Dunkeln tappen lassen. Sein Name? Jack the Ripper. Ein Mysterium, das in vergangenen Zeiten ganz London in Atem gehalten hat und heute offenbar zu einem sehr profitablen Geschäftsmodell geworden ist. Jack scheint ein sehr vielseitiger Charakter zu sein, nicht wahr? Obwohl das vielleicht nicht die ganze Wahrheit ist. Schon während seiner Schreckensherrschaft im Londoner Arbeiterviertel nutzten etliche Nachrichtenblätter sowohl die mehr als begründete Furcht, die besonders die weibliche Bevölkerung umtrieb, und zum anderen die Faszination mit diesem Fall aus, um Kapital aus dieser bedrohlichen Situation zu schlagen. Ganz nach dem Motto, Krise kann auch geil sein. Wer hatte das nochmal gesagt? Doch ging sie sogar so weit, die berüchtigten Briefe
Jack the Rippers zu fälschen? Um zu verstehen, was damals in London geschah und somit der Identität Jack the Rippers näher zu kommen, müssen wir uns in das späte 19. Jahrhundert zurückversetzen. Die industrielle Revolution hatte zu dieser Zeit in England zu bahnbrechenden Erfindungen geführt und das Land im weltweiten Vergleich an die Spitze gebracht. London war dadurch ein besonders attraktiver Ort für Einwanderer geworden, die sich dort neue Perspektiven erhofften. Um 1888 hatte das viktorianische London trotz des Fortschritts mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, insbesondere mit Arbeitslosigkeit und Überbevölkerung. In Whitechapel verschlechterte sich die Lebensbedingungen nach und nach drastisch. Kriminalität und Gewalt gehörten hier zum Alltag. Kurz gesagt, niemand will dort wirklich freiwillig leben, es sei denn, er nennt sich Jack the Ripper. Selbst die örtliche Polizei weigert sich, die Dorset Street hinunterzugehen. Und wer kann es ihnen verübeln? Wir halten fest, das E in East End steht für Elend und davon gibt es gleich zwei. Mehr als 450.000 Menschen leben im Elendsviertel unter unmenschlichen Bedingungen. Unter ihnen tausende Obdachlose, Alkoholikerinnen und ausgebeutete Arbeiterinnen, die stets von Polizei und Presse unter den Generalverdacht gestellt werden, der Prostitution nachzugehen. Teilweise übernehmen auch aktuelle Darstellungen des Jack the Ripper Falls gedankenlos die zeitgenössischen Berichte und stempeln die Opfer grundweg als Prostituierte ab, die auf gewisse Weise selbst für tragisches Ende verantwortlich sein sollen. Doch bleibt vielen dieser Frauen gar keine weitere Option, als sich zeitweise der Prostitution zuzuwenden, um schlicht und ergreifend ihr Überleben zu sichern. Jack the Ripper wird in der Stadt zum Symbol für die Vorurteile und Ängste der Londoner Gesellschaft. Verschiedene Gruppen nutzten die Morde aus, um ihre eigene Agenda zu fördern. Antisemiten diffamieren die Juden im East End. Manche Sachen ändern sich scheinbar nie. Arme beschuldigen Reiche und umgekehrt. Die sensationslüsternde Presse nutzt das tragische Schicksal der ermordeten Frauen, um ihre Leserschaft anzuziehen, während soziale Aktivisten den Fall benutzen, um auf die Armut in der Stadt aufmerksam zu machen und Verbesserungen zu fordern. Immerhin. Klingt doch nach einer wunderbaren Zeit, um Frau zu sein. Auf so einen Spießrutenlauf habt ihr doch bestimmt auch total Lust, oder? Vergessen wir nicht, dass in erster Linie dieses Elend die Frauen zu dieser Zeit dazu zwingt, sich auch nachts den dunklen und unheimlichen Straßen Whitechapels auszusetzen, was sie zu einem leichten Ziel für jemanden macht, der es auf die Schwächsten und Verletzlichsten unter ihnen abgesehen hat. Die damalige Polizei bestätigte, dass alle Opfer der Prostitution nachgegangen waren, da die Art und Weise, wie die Frauen aufgefunden wurden, nur wenig Raum für Spekulationen zuließen und die Morde somit eindeutig in Zusammenhang mit sexueller Obsession standen. Hat Jack the Ripper sie womöglich sogar missbraucht? Das Tatmotiv liegt doch klar auf der Hand, oder? Die Geschichte von Jack the Ripper nahm am 31. August 1888 ihren schrecklichen Lauf, als man die Leiche einer Frau auf einer Straße in Whitechapel entdeckte. In den folgenden drei Monaten ereigneten sich vier weitere ähnliche Fälle, die als Herbst des Schreckens in die Geschichte eingehen. Allerdings wird unter Ripperologen spekuliert, dass er für eine Reihe weiterer ungeklärter Morde zwischen den Jahren 1887 und 1891 verantwortlich sein könnte. So spannend diese Theorie auch sein mag, bleiben wir heute bei den offiziell bestätigten Opfern, den sogenannten kanonischen fünf. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes und Mary Jane Kelly. Er errichtete diesen Frauen ein grausames Denkmal, denn erst die Taten eines Serienmörders schafften es zu dieser Zeit in die Schlagzeilen. Und so bizarr es auch klingen mag, ihre Namen wären heute vermutlich längst in Vergessenheit geraten, wenn es sich lediglich um Einzelfälle gehandelt hätte. Es ist wichtig zu bedenken, dass diese armen Frauen nicht nur Opfer eines Verbrechens waren, sondern auch nach ihrem gewaltsamen Tod vom Gesetz benachteiligt und unter den Generalverdacht gestellt wurden, der Prostitution nachgegangen zu sein. Gott bewahre, diese Frauen waren auch noch ledig. Das nenne ich ein Leben in Sünde. Ich brauche vermutlich nicht erwähnen, dass zu dieser Zeit das Pressewesen ein außerordentlich männerdominierter Sektor war. Ne? Halle Rubenhold, eine britische Historikerin, rekonstruiert in ihrem Buch The Five die Lebensgeschichte der ermordeten Frauen und kommt zu dem Schluss, dass im Fall von Mary Ann Nichols
Annie Chapman und Catherine Eddowes keinerlei Beweise bestehen, dass sie je als Prostituierte tätig waren. Trotzdem waren Alkoholismus, Armut oder im Falle von Elizabeth Stride und Mary Jane Kelly Prostitution Gründe dafür, dass diese Frauen gezwungen waren, sich den unsicheren Straßen von Whitechapel auszusetzen. In den frühen Morgenstunden des 31. August wurde Mary Ann Nichols vor einem Tor in der Bucks Row gefunden. Sie war das erste Opfer Jack the Rippers. Ein Kutscher fand ihre Leiche mit durchgeschnittener Kehle und aufgeschlitztem Unterleib. Ihr Rock hochgeschoben. Die 43-jährige Mutter von 5 Kindern verbrachte einen Großteil ihrer Jugend in verschiedenen Armenhäusern der Hauptstadt. Hätte der Unterhalt ihres Mannes die Nacht zuvor für ein Bett in einer der Notunterkünfte ausgereicht, wäre Mary Ann vermutlich nie Jack the Ripper zum Opfer gefallen. Eine Woche später wurde Annie Chapman, eine 47-jährige Witwe und Mutter, am 8. September kurz vor 6 Uhr in der Früh in einem Hof an der Hanbury Street entdeckt. Ihre Verletzungen waren ähnlich wie die von Mary Ann, aber es fehlten ihr einige innere Organe. Annie hatte am Vortag beschlossen, ihr Geld, das sie durch den Verkauf von Blumen und Streichhölzern verdient hatte, für Alkohol anstatt eine nächtliche Unterkunft auszugeben. Diese Entscheidung wurde ihr letztlich zum Verhängnis. Am Ende des Monats forderte der Mörder in einer Nacht sogar 2 weitere Opfer. Elizabeth Stride, 45 Jahre alt, und Catherine Eddowes, 46 Jahre alt. Elizabeth Stride war in dieser für sie fremden Stadt auf sich allein gestellt. Sie bettelte mit fremden Babys, die sie ausgeliehen hatte, behauptete, dass sie durch den Tod ihres Ehemannes bei einem Schiffsunglück zur Witwe geworden war und verdiente sich gelegentlich Geld durch Prostitution. Dennoch musste sie, wie auch die anderen Opfer, oft auf der Straße schlafen. Dort durchschnitt der Serienmörder in der Nacht zum 30. September die Kehle. Kurz darauf wurde ihr lebloser Körper entdeckt. Doch sie sollte nicht das einzige Opfer dieser Nacht bleiben, denn nur etwa 45 Minuten nach dieser grauenvollen Entdeckung wurde westlich des ersten Fundorts die Leiche Catherine Eddowes gefunden. Wegen Trunksucht war sie am Nachmittag von der Polizei in eine Ausnüchterungszelle gesperrt worden, die sie gegen 1 Uhr verlassen konnte. Sie legte sich dann völlig ahnungslos am Mitre Square schlafen. Dort schnitt auch ihr der Serienmörder wenig später die Kehle auf und entfernte ihre Gebärmutter. Das letzte offizielle Opfer, Mary Jane Kelly, 25 Jahre alt, wurde am 9. November 1888 brutal verstümmelt in einem Wohnhaus in Millerskirt entdeckt. Als im Herbst 1888 die Zeitungen über Jack the Ripper berichteten, lud Kelly gelegentlich befreundete Prostituierte auf ihr Zimmer in Millerskirt ein, damit sie nicht wie die anderen armen Frauen draußen schlafen mussten. In der Nacht vom 8. auf den 9. November war sie jedoch völlig allein. Der letzte Mord Jack the Rippers war auch gleichzeitig der brutalste. Er drang in ihr Zimmer ein, schnitt ihr die Kehle durch, zerstach ihr das Gesicht und schlitzte ihren gesamten Körper auf. Die Polizei ging davon aus, dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle handeln könnte, sondern um einen Serienmörder, der diesen 5 Frauen das Leben nahm und ihre Leichen in unterschiedlichem Ausmaß verstümmelte. Es gibt unzählige Filme, Serien und Bücher, die sich mit der Schattengestalt Jack the Ripper befassen, und man könnte vermutlich Wochen damit verbringen, die abenteuerlichsten Theorien über ihn zu lesen. Da reichen die Verdächtigungen vom Enkelsohn Königin Victorias höchstpersönlich, dem Duke of Clarence, bis zum frauenverachtenden mental instabilen Maler Walter Sickert. Rieche ich hier etwa Verschwörungstheorien? Da ist natürlich fraglich, wie viel Wahrheit in ihnen steckt, und viele Autoren haben viele Thesen, Beweise und die Widerlegung dieser Beweise parat. Bis heute scheinen sich diese Autoren tatsächlich auch sehr stark von den damaligen Presseberichten leiten zu lassen. Und diese waren, wie wir wissen, eher auf die Befriedung der Sensationsgeilheit ausgerichtet, als auf die tatsächliche Berichterstattung. Ja, die Bild gab es also auch schon im viktorianischen London. Doch so spannend das auch alles sein mag, versuchen wir immer strikt bei den Fakten zu bleiben. So fantasievoll einige dieser Theorien und Interpretationen zu sein scheinen, haben mich einige Bilder, auf die ich während meiner Recherche gestoßen bin, knallhart in die Realität zurückgeholt, denn die erinnert mich eher an Mugshots für Tote. Da die damals verwendeten Kameras einerseits nicht nach unten gerichtet werden konnten und andererseits viel zu groß waren, um den Tatort und die Leichen der Opfer einwandfrei dokumentieren zu können, mussten die Ermittler die Leichen stattdessen an die Wand stellen und gut erkennbar in die Kamera halten, sofern noch viel von ihnen übrig war. Aber keine Sorge, ich werde euch die Details und die Bilder ersparen. Aber das wirklich Schockierende ist, dass die einzigen Bilder, die von diesen armen Frauen existieren, die postmortalen sind. Um den heutigen Fall lösen zu können und das Geheimnis von Jack the Ripper zu entschlüsseln, müssen wir, wie jeder gute Detektiv, zuerst zum Anfang des Verbrechens zurückkehren und jeden seiner Schritte sorgfältig verfolgen. Und ich fürchte,
dass wir genau an dieser Stelle vor einem Dilemma stehen, meine Freunde. Denn damals war es geradezu unmöglich, ohne die moderne Kriminaltechnik, die erst Jahre später erfunden und eingesetzt wurde, die Bestie von London zu fangen. Es sei denn, man konnte den Täter auf frischer Tat ertappen. Red-handed, wie man so schön sagt. Ja. Also muss ich mir das so vorstellen, dass sie Däumchen drehend darauf warteten, ihn wie in einer Tierdokumentation dabei studieren zu können, wie er in seinem ganz natürlichen Habitat seine Opfer jagte, nur um dann auf diese Weise für die bereits begangenen Morde überführen zu können? Das klingt nach einem sehr spaßigen Unterfangen. Wenn wir einmal außer Acht lassen, dass ein solcher Mordversuch in keiner Weise ein Beweis dafür ist, dass der Täter ebenfalls für die anderen Morde verantwortlich war. Da Whitechapel auch ohne Jacks Zutun ein heißes Pflaster für Verbrechen aller Art zu sein schien. Im Endeffekt bestand die Strategie der Polizei darin, Zivilbeamte unter die Betrunkenen und Obdachlosen zu mischen und zusätzliche Polizisten Streife laufen zu lassen. Doch trotz aller Anstrengungen tappte die Polizei im Dunkeln. Das ist nicht sehr überraschend, denn die mäßig ausgeleuchteten Straßen Whitechapels spielten dem Täter natürlich zusätzlich in die Hände. Das brauche ich euch nicht zu erklären. Es gibt nur einen bekannten Hinweis auf einen möglichen Verdächtigen und den gab ein Zeuge, der Catherine Eddowes 10 Minuten vor der Entdeckung ihrer Leiche in Begleitung eines Mannes gesehen haben soll. Doch kurze Zeit später zog er seine Aussage zurück. Alles, was wir haben, ist die vage Beschreibung eines Mannes, der zu dieser Zeit ungefähr 30 Jahre alt war, mit einer Körpergröße von 1,75 Meter und einem hellen Teint. Zusätzlich soll er einen kleinen blonden Schnurrbart sowie ein rotes Halstuch und eine spitz zulaufende Mütze getragen haben. Höchstwahrscheinlich war Jack the Ripper ledig und arbeitstätig, da er nie unter der Woche zugeschlagen hatte. Hatte keine Zeit. Zudem verfügte er wohl über ein rudimentäres Verständnis von Anatomie. Optimistisch ausgedrückt sind diese Hinweise dürftig. Denn nach dieser beeindruckend nutzlosen Beschreibung fallen da ganz schön viele Londoner in dieses Profil. Also ich glaube wirklich, Sorgen musste er sich nicht machen. Laut Edmund Reed, der damals mit der Untersuchung dieses Kriminalfalls betraut war, sind dies die einzigen Fakten. Die fünf Frauen waren entweder aktive oder ehemalige Prostituierte, auch wenn wir schon eine gegenteilige Meinung dazu gehört haben. Alle Opfer gehörten der unteren Klasse an, alle wohnten innerhalb eines Viertelmeilenradius voneinander entfernt und alle Morde fanden nach Schließung der dortigen Pubs statt. Es gab keine Hinweise darauf, dass die Opfer Widerstand geleistet oder dass jemand in der dicht besiedelten Nachbarschaft ihre Schreie oder Hilferufe gehört hatte, was ungewöhnlich war. Ein weiterer Aspekt bestand darin, dass der Mörder vermutlich bei allen Opfern ein Messer benutzte und sie nicht nur tötete, sondern ihre Leichen regelrecht verstümmelte. Eine Tatwaffe wurde jedoch nie gefunden. Doch welche Beweise und Indizien führten die Polizei denn überhaupt zu der Annahme, es sei ein einzelner Täter gewesen? Die Polizei stützte ihren Verdacht ausschließlich auf eine Reihe von Bekennerschreiben, die sowohl an die Presse als auch an die Polizei geschickt wurden. Es liegen insgesamt 209 Briefe vor, in denen sich die Autoren als Jack the Ripper ausgeben. Es ist jedoch umstritten, ob einer dieser Briefe tatsächlich vom Täter selbst stammte. Doch gaben sie dem Serienmörder seinen berüchtigten Namen. Bin ganz ehrlich, in meinen Augen ist das absolut kein überzeugendes Argument für die Einzeltätertheorie. Der forensische Linguist Andrea Nini scheint dahingehend eine ähnliche Auffassung zu haben, denn er hat sich intensiv mit dem Bekennerschreiben auseinandergesetzt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass drei dieser Briefe höchstwahrscheinlich vom selben Autor verfasst wurden, einschließlich des ersten Jack the Ripper Briefs, in dem sich der Autor über die Ahnungslosigkeit der Polizei amüsiert. Zu Recht. Also, wenn ihr mich fragt. Allerdings vermutet Nini, dass diese Dokumente gefälscht wurden, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Sensationslust der Öffentlichkeit zu befriedigen. Er geht sogar so weit zu sagen, dass diese Schreiben aus den Reihen der damalig tätigen Journalisten stammen könnten, um so neue Schlagzeilen generieren zu können. Ihr seid sicherlich auch ein großer Fan davon, dass die Presse den ohnehin schon ahnungslosen Ermittlern auf diese Weise ins Bein schießen könnte, oder? Tja, genial, dass auf die Berichterstattung so viel Verlass ist. Dass die Dilemma bei historischen Fällen ist, dass aktuelle Erkenntnisse offenkundig keinen Einfluss auf die ursprünglichen Ermittlungen haben können. Trotz irreführender Hinweise und der wahrscheinlich daraus resultierenden Fehleinschätzung der damaligen Ermittler identifizierte das Scotland Yard einen kleinen Kreis von Verdächtigen, wie auch immer sie das geschafft haben wollen. Auch wenn die Kriminalpolizisten aufgrund der zu dünnen Beweislage nie einen dieser Verdächtigen vor Gericht bringen konnten, ist mir während meiner Recherchen jedoch ein Name aufgefallen, der immer wieder in den Quellen auftauchte. Möglicherweise könnte dieser Mann für unseren Fall von Interesse sein. Chefinspektor und späterer Assistant Commissioner für Kriminalität, Sir Melville McNathan, sag das mal 10-mal schnell hintereinander, erwähnte Aaron Kosminski
in seinem Memorandum vom 23. Februar 1894 als einen der Hauptverdächtigen in diesem Fall. Doch was macht diesen Mann so interessant für uns? Nun, Aaron Kosminski, der in Polen geboren und im Jahr 1882 nach England auswanderte, verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in psychiatrischen Anstalten. Im Jahr 1890 wurde er wegen Geisteskrankheit in das Mile End Town Workhouse Krankenhaus eingewiesen und nach 3 Tagen wieder entlassen, nur um ein Jahr später erneut in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden, bevor man ihn in die psychiatrische Anstalt Colney Hatch Lunatic Asylum einwies. Dort wurde er jedoch als harmlos geisteskrank und als Idiot oder auch geistesschwach eingestuft. 3 Jahre später kam er letztlich in ein Heim für ältere Schwachsinnige, wie das damals hieß, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1919 lebte. In den Aufzeichnungen des Colney Hatch Lunatic Asylum wurde Kosminski zwar als Patient mit chronischer Harmlosigkeit beschrieben, was eigentlich bedeutete, dass er als nicht gewalttätig eingestuft wurde. Doch schien Kosminski unter Halluzinationen, Erscheinungen und Stimmen zu leiden. Es wurde auch berichtet, dass er einst seine Schwester mit einem Messer bedrohte. So viel jedenfalls zu den Aufzeichnungen der psychiatrischen Anstalten. McNathan erklärte Kosminskis Zustand dagegen ein wenig anders. In seinem Bericht spricht er von ihm als polnischer Jude und Bewohner von Whitechapel, der dem Wahnsinn verfallen war, nachdem er sich über viele Jahre hinweg dem Laster der Selbstbefriedigung hingegeben hatte. Er hegte einen tiefen Hass gegenüber Frauen, insbesondere Prostituierten, und hatte starke mörderische Tendenzen. Es gab viele Sachverhalte in Verbindung mit diesem Mann, die ihn zu einem überzeugenden Verdächtigen machten. Fällt das nur mir auf oder könnten diese beiden Einschätzungen über Kosminskis Persönlichkeiten und seinen psychischen Zustand unterschiedlicher nicht sein? Kann ich mir jetzt aussuchen, was ich glauben möchte? Aber es kommt noch besser. Ihr erinnert euch doch an den Zeugen, der tatsächlich die männliche Begleitung des 4. Opfers, als ihr könnt es euch schon denken, Aaron Kosminski identifiziert hatte und dann seine Aussage zurückziehen wollte. Genauer gesagt wollte er nicht vor Gericht aussagen, weil der Verdächtige ebenfalls Jude war und weil diese Aussage den Verdächtigen an den Galgen bringen würde, womit der Zeuge nicht sein Gewissen belasten wollte. Bei dieser Aussage musste ich tatsächlich schlucken, denn ist es nicht umso verdächtiger, dass der Zeuge seine Aussage zurückziehen wollte, weil er absolut sicher war, dass eben diese dazu führen würde, dass Kosminski verurteilt und am Galgen enden würde? Oder wie seht ihr das? Ist das alles nur eine antisemitische Geschichte? Und als wäre das nicht alles schon problematisch genug, kommt jetzt der Oberknaller. Neben der Leiche Catherine Eddowes wurde zudem ein blutiger Seidenschal gefunden. Und was sie daran noch gefunden haben, muss ich euch vermutlich nicht erklären. Dr. Jari Luelainen von der Liverpool John Moores University und David Miller von der University of Leeds entnahmen DNA-Proben aus dem Schal und verglichen sie mit Informationen aus einer Gendatenbank. Dabei konzentrierten sie sich auf Fragmente der mitochondrialen DNA, die von der Mutter vererbt wird, wie sie im Journal of Forensic Sciences berichten. Die Analyse ergab, dass die untersuchten Sequenzen mit lebenden Nachkommen von Eddowes und Kosminski übereinstimmen. Eddowes DNA konnte somit den vermeintlichen Blutflecken zugeordnet werden, während Kosminskis DNA den angeblichen Spermaflecken zugeordnet wurde. Case closed, Leute. Ihr denkt jetzt sicher, Alex, das klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Weil es das nämlich auch nicht ist. Denn, wie sich schnell zeigte, hatten die beiden Wissenschaftler einen klitzekleinen Fehler bei der Dokumentation der ausschlaggebenden Genmutation gemacht. Diese äußerst seltene Mutation hätte nämlich eindeutig bewiesen, dass die DNA auf dem Schal mit der DNA einer lebenden Verwandten Kosminskis übereinstimmte. Wie sich aber herausstellt, tragen etwa 99% aller Europäer die eigentliche Genmutation in sich. Also sagen uns diese Ergebnisse der DNA-Analyse genau 0,01% etwas über den Warntäter. Und in der Schule habe ich gehört, man rundet ab. Zudem äußerten einige Wissenschaftler erhebliche Bedenken, da die Methoden der beiden Forscher vor Gericht sowieso wenig Bestand hätten. Da die mitochondriale DNA im Allgemeinen nicht geeignet ist, um das genetische Material eines männlichen Täters mit dem seiner Nachkommen abzugleichen, da diese DNA nur von der Mutter vererbt wird. Doch was meint ihr? Reicht die Zeugenaussage in unserem heutigen Fall aus, um Aaron Kosminski als Jack the Ripper zu enttarnen, oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Theorie? Dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wie wir jetzt wissen, ist die Identität Jack the Rippers nach wie vor
unbekannt, trotz der vielversprechenden DNA-Probe und des kompletten Versagens von Dr. Jari Lueleinen und seines Teams. Auch wenn ich mir immer wieder die Frage stellen muss, was ich an seiner Stelle getan hätte. Würdet ihr zugeben, einen so groben Fehler während der Untersuchung des wohl bekanntesten Kriminalfalls begangen zu haben? Was sagt man da? Oh, Autokorrektur, sorry. Kennt das doch. Wenn eine zukünftige DNA-Analyse jedoch erfolgreich wäre, könnte dies eine historische Wende in diesem Fall bedeuten. Durch die Identifizierung des Täters könnte nicht nur das Geheimnis um das Phantom Jack the Ripper endlich gelüftet werden, sondern auch die Möglichkeit bestehen, die Methoden und Techniken so zu verbessern, um weitere ungeklärte Fälle zu untersuchen. Allerdings müssen wir uns bis dahin noch etwas in Geduld üben, fürchte ich. Dafür haben wir ja diese Serie hier. Trotz heftiger Kontroversen bezüglich der Polizeiarbeit, damals wie heute, meiner bescheidenen Meinung nach auch zu Recht, muss uns bewusst sein, dass die Polizisten bei weitem nicht so gut ausgebildet waren und nicht die gleichen Ressourcen zur Verfügung hatten wie wir heutzutage. Moderne forensische Techniken wie DNA-Analysen oder die einfache Aufnahme von Fingerabdrücken waren den Polizisten damals nicht einmal ein Begriff. Stattdessen waren die katastrophalen Bedingungen in den Elendsvierteln im East End ein Nährboden für Kriminalität, Gewalt, Antisemitismus und öffentliche Misogynie. Ja, ja, diese Frauen, die sind doch selbst schuld. Sünderin. Schon traurig, dass wir uns das heutzutage immer noch von degenerierten Individuen anhören müssen. Geschichte wiederholt sich ja bekanntermaßen nicht, meine Freunde. Lasst uns einen Moment zur ursprünglichen These zurückkehren, ob Jack the Ripper tatsächlich seine Opfer sexuell missbraucht hat. Viele der Opfer wurden unter den Generalverdacht der Prostitution gestellt. Bis ich mich näher mit diesem Fall auseinandergesetzt habe, ging ich ebenfalls von dieser Tatsache aus. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Und selbst während meiner Recherche bin ich immer und immer und immer wieder in Quellen eben auf diese Aussagen gestoßen. Und auch dort wurden sie nicht in Frage gestellt. Jedoch sollten wir vorsichtig sein, bevor wir hier voreilige Schlüsse ziehen. Denn im Endeffekt gibt es keinerlei Hinweise darauf, um mit Sicherheit sagen zu können, ob Jack the Ripper seine Opfer sexuell missbraucht hat und ob ein Zusammenhang mit der Profession dieser Frauen und der Opferauswahl besteht. Stattdessen könnten sich die Morde ebenfalls auf eine Form von Hassverbrechen zurückführen lassen. Es ist wichtig, hier keine überstürzten Schlüsse zu ziehen, insbesondere wenn es um solche komplexen Kriminalfälle geht, die nur wenig verwertbare Hinweise liefern. So verlockend diese Theorien auch sein mögen, dürfen wir uns nicht zu Spekulationen hinreißen lassen, meine Freunde. Dass solche voreiligen Annahmen nicht nur die Ermittlungen hindern, sondern auch Verschwörungstheorien nähren, beweist die Polizei des viktorianischen Londons. Anhand von einer vagen Zeugenaussage, so möchte ich sie jetzt mal vorsichtig nennen, wurde indirekt zu einer Hetzjagd aufgerufen, die auch noch die antisemitischen Tendenzen in der Gesellschaft verschärfte. Der Fall Jack the Ripper ist bis heute ungelöst und vermutlich würde auch nie aufgeklärt werden. Doch haben wir es hier nicht nur mit einem Kriminalfall zu tun. Es ist vielmehr ein Phänomen, das zahlreiche Theorien, Spekulationen und Interpretationen hervorgebracht hat, die nicht nur in Filmen und Serien, sondern auch in der Kunst, der Literatur und anderen Bereichen noch immer präsent sind. Doch sollten wir uns immer bewusst sein, dass diese fünf Frauen, die zu Opfern wurden, auch eigene individuelle Menschen waren, die das Recht hatten, ihr Leben frei und erfüllt zu leben. Es ist bedauerlich, dass die einzige Erinnerung an sie die Schlagzeilen sind. Obwohl die Frage nach der Identität von Jack the Ripper seit 135 Jahren Wissenschaftler, Historiker und Kriminologen beschäftigt und noch immer unbeantwortet bleibt, ist der Mythos um ihn bis heute faszinierend und zieht immer wieder neue Generationen von Menschen in seinen Bann. Wie uns jetzt hier. Indem wir uns mit grausamen Taten wie den Morden von Jack the Ripper intensiv auseinandersetzen, können wir die Missstände aufdecken, die solche Verbrechen begünstigen und erkennen, wie wichtig es ist, soziale und politische Reformen durchzuführen. Um die Wurzeln von Kriminalität und Gewalt zu bekämpfen. Die Beschäftigung mit einem Fall wie dem von Jack the Ripper ermöglicht uns auch, viel über die damalige Gesellschaft und ihre Herausforderungen zu lernen und uns mit diesen Themen zu befassen, um ein besseres Verständnis für unsere eigene Gesellschaft zu entwickeln und auch hier Verbesserungen anzustreben. Und wenn ihr wissen möchtet, warum ich Baumärkte nie wieder mit dem gleichen Auge sehen werde, dann schaut doch übernächste Woche gerne wieder vorbei zur nächsten Folge True Crime Eisberg. Nächste Woche gibt es wieder einen wunderschönen Verschwörungseisberg. Ich hoffe, ihr fandet den Deep Dive in die erste Folge des neuen True Crime Eisberg Formats genauso spannend wie ich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit und das Interesse natürlich. Bis denn, Tschüssikowski. Oh, Feierabend. Oh, Whisky. Ah, oh, herrlich. Oh, ist das. Oh, Gott sei Dank. Feierabend. Oh, Gott.